Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier letzte Folge angekommen in Vertania City und werden nun mit den Leuten sprechen. Hey Kleiner, ich hatte gerade einen doppelten Espresso und ich bin total aufgedreht. Ich brauche jetzt jemanden zum Reden, und zwar dich. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich war ein Experte im Fang von Pokémon. Glaubst du mir? Ja, sicher. Also gut, ja, ich war wirklich etwas Besonderes. Das kann ich dir sagen. Cool. Was ist, wenn ich Nein sage? Hey, Kleiner, ich hab einen doppelten Espresso, hat voll geil geschmeckt. Ich finde es richtig heftig drauf. Okay, cool, aber du kannst keine Pokémon fangen. Was? Du kleiner Frechdachs! Wenn ich etwas jünger wäre, würde ich dir schon das eine oder andere zeigen. Sorry. So, hier können wir durch mit dem Zerschneider, und zwar auf der anderen Seite hier ist ein Item. Ein Item. Hä? Was ist das Item? Ist das irgendwie unsichtbar geworden? Hm? Also normalerweise ist hier ein Item. Ich weiß nicht, wo das ist. Oh, anscheinend ist es weg. Cool. Dann halt nicht. Ja, normalerweise kann man eigentlich auch hier lang gehen. So. Cool Circle. Ja. Vertania City, das immergrüne Paradies. Trainerhaus, der Club, in dem Top-Trainer kämpfen. Cool. Ist das neu? Ich glaube nicht. Ich glaube, das gab es auch schon in Feuerblatt Grün. Also ja, in diesem Spiel ist es neu so gesehen. Ich habe gehört, dass man viele Items in Vertania weit findet. Zumindest meine ich mich daran erinnert zu haben, dass es das in Feuerrot und Grün gibt. Ich glaube, hier drüben gab es doch jemanden mit einer TM, ne? Ja, aber falsch rum. Ich glaube, von hier oben dann? Vielleicht musst du rüber surfen? Ah, ne, mit dem Zerstörer einfach. Okay, gut. That's ja easy. Ich bin wohl in der Sonne eingeschlafen. Ich hatte diesen Traum von einem Traumator, das meinen Traum fressen wollte. Das ist doch merkwürdig, nicht wahr? Nanu, was ist das? Wo ist diese TM hergekommen? Unheimlich. Hier, nimm sie bitte. Okay, danke. Und ihr gerät den Windows-Hand, falls ihr gehört habt. Yeah! TM 42 enthält Traumfresser. Und ist gleichzeitig die Zeit zu allem. Okay. Cool. Ja, in Vertania gibt es sonst nicht mehr so viel. Das meiste haben wir erkundet. Wir werden gleich nach unten gehen. Nach Alabastia, und da werden wir einen sehr bekannten Professor finden. Da gehen wir jetzt gleich hin. So, aber erstmal muss ich noch hier ein bisschen den Rest machen hier. Hallöchen. Mein großer Traum wäre es, Arena-Leiter zu werden. Okay. Ich habe gehört, dass die Pokémon-Arena auf der Zinnoba-Insel verschwunden ist. Ich frage mich, was aus Pyro, dem Arena-Leiter, geworden ist. Ja, da wollen wir nämlich heute hin. Zu Pyro. Zur Zinnoba-Insel. Und gucken, was für Mysterien das für uns haltet. Oh, um Himmels Willen, ist der Arena-Leiter von Vertania. Ich will ihn herausfordern. Ja, in Vertania gibt es auch eine Arena, aber ich bin extra ignoriert, da wir sowieso noch nicht rein können. Das ist nämlich die letzte Arena. Wir müssen nämlich sowieso da zu Pyro. Naja, Spoiler. Wer jetzt gedacht bei dem alten Spiel? Warst du schon der auf der Zinnoba-Insel? Es ist gleich die nächste Insel südlich von hier. Na, da müssen wir hin. Der Arena-Leiter ist hier total cool. Okay. Interessant. Wer ist denn das? Könnt ihr mir nicht sagen, ne? Soll ich mal kurz gucken, was ist das hier eigentlich? Willkommen im Trainerhaus, dem neuesten und erlebnisreichsten Ort von Vertania City. Nur Trainer haben hier Zutritt. Du kannst gegen die Besten der Besten antreten. Geh nur die Treppe hinunter. Okay. Vertania City ist dem Indigo-Plateau am nächsten. Man hat diesen Ort erbaut, weil ihnen so viele Trainer auf ihrem Weg zum Indigo-Plateau passieren. Ich nehme an, du kannst nur dann Champ werden, wenn du viel herumkommst und so viele Kämpfe wie möglich austrägst. Der Champ von Alabastia bereiste alle großen und kleinen Städte in Kanto. Cool, so wie wir. Puh, ich höre eine Zeit lang auf mit Kämpfen. Okay. Hier werden Übungskämpfe abgehalten. Ich würde liebend gerne sehen, wie Trainer aus Johto kämpfen. Ja, machen wir das mal. Was sind hier eigentlich so Texte? Bei den Trainingskämpfen gelten keine Regeln oder Vorgaben. Wie bei den Feldkämpfen ist alles erlaubt. Okay. Übungskämpfe werden unten in der Übungshalle abgehalten. Auch erfahrene Trainer können gerne teilnehmen. Wollen wir das mal machen? Ich weiß es nicht.
Vielleicht mache ich das mal in einer Bonus-Episode, vielleicht mache ich das, benutze ich es auch zum Trainieren. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich glaube, wenn ich das jetzt anfangen würde zu machen, ich glaube, dann wäre das die Folge. Was ist hier eigentlich? Hallo? Machst du dir viele Gedanken darüber, wie du deine Pokémon nennen sollst? Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn sie Spitznamen haben. Das sind Habi, ein Habitak und Fratzi, ein Fratfratz. Ja, noch kreativer geht nicht, glaube ich. Cool. Super, cool. Wow, episch. Da oben steht doch jemand. Ist das vielleicht der Arenaleiter? Oder ist das nur ein alter Sack, der wieder Espresso getrunken hat? Finden es jetzt heraus. Pokémon Arena von Veterana City, Leitung. Der Rest des Textes ist unlesbar. Bis vor kurzem gab es in dieser Pokémon Arena keinen Leiter. Ein junger Mann aus Alabastia ist hier der Leiter geworden, aber er ist auf unterwegs. Moment mal, ein Typ aus Alabastia, der immer verreiste und dann hier ein Arena-Leiter wurde? Ha. Man kann zwar einfach rein. Und alles ist voll mit Lego-Blöcken. Aber hier ist nichts. Die Trainer kommen erst, wenn wir den Arena-Leiter finden. Wo der wohl ist. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal nach Alabastia runter. Und dann auf den Weg zur Zinnoberlinse. Da können wir nämlich nur hin, wenn wir in Alabastia sind. What the fuck? Ich kann nichts mehr machen. Okay, keine Ahnung, was gerade mit meinem Spiel passiert ist. Es hat nichts mit der Tastatur zu tun. Einfach der Emulator hat mich nur noch nach links laufen lassen oder so. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber okay. Dann ist das halt so. Ja, musste kurz das Spiel neu starten. Geil, auf jeden Fall. Habe ich noch nie gehabt. So ein Problem. Naja, ist nicht so schlimm. So, wir gehen jetzt nach unten, nach Alabastia. Mit der schönen Remix-Musik. Ja, ich war mir nicht in den Gras, da ist einfach nur Radfratz und Taubsi, das ist langweilig. Schönes Talgeschirr, würde ich sagen. Guten Tag. Wenn sich zwei Trainer begegnen wollen, wenn sich zwei Gegner bekämpfen. Er will kämpfen. Ja, er will kämpfen. Weiß nicht, warum der hier ist, der Björn. Was? Ein Rosana? Also komplett unpassend hier. Stellt euch vor, ihr fangt an Alabastia an, kommt zuerst mal auf diese Route, so, oh cool, Taubsi, oh cool, Radfratz. Und dann der Typ, ich hab eine Rosana, lass uns kämpfen. So komplett aus dem Nichts, passt halt überhaupt nicht hier dazu. Hättest du nicht irgendwie, weiß ich nicht, radikal haben können oder, ach keine Ahnung, irgendwas, was das passen würde. Und nein, Kusilla würde auch nicht passen. Ich spule ich vor, weil ich am Schlafen bin und nichts zum Gegenhallen habe, glaube ich. Alter, wie lange schlafe ich? Ah, geht doch. Alter, wie lange habe ich geschlafen? Boah, ey, das hätte ich hier nicht vorgespult. Das hätte mich richtig aufgeregt. So, Rosana, hau ab. So, was hast du noch? Electek. Ja, Electek. Ist okay. Passt auf jeden Fall mehr als Rosana. Bye bye. Bye bye bye. Du bist tot. Du. Was? Ey, du sollst nicht überleben. Bam, weg mit dir. Geht doch. Ein Magma. Ein Magma. Magma, Electek und Rosana. Also Magma und Electek, beide passen zueinander. Aber was ist mit Rosana? So komplett random Pick. Oder bin das nur ich, der so denkt? Bye bye. Hey, überlebt nicht. Du sollst sterben. Geht doch. Meine Güte. Ah, ich habe erneut verloren. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Trainer kämpfen, wenn sie sich begegnen. Ja, wir sind am Ende der Afterstory. Nee, ich glaube, das wusste ich jetzt noch nicht. Ja, wie er sich umdreht, das ist richtig paranoid. Alles okay? Ich bin der einzige Trainer, der vorbeikommt. Glaub mir, du bist der einzige mit mir auf dieser Route. Es wird niemand mehr auf diese Route kommen.
Entspann dich, als er wieder abdreht. Holy shit. Hi. Du da, willst du kämpfen? Okay, anscheinend lag ich falsch. Da ist noch jemand, die kämpfen will. Die Ilka. Die Ilka hat... Okay, wollen wir Freunde werden? Anscheinend haben wir gleich einen Pokémon-Geschmack, du. Auch wenn ich es nicht im Team hab. Es ist trotzdem, egal. Stani. Er ist der Star der Show. Stami. Er ist der Star der Show. Okay. Lass dich lieber. Ich mach mich hier nur zum Winzen, deshalb lass dich lieber. Ich mach mich hier nur zum Panflamm. Versagt und weg. Du bist stark. Du hast offenbar hart trainiert. Ja. Route 1. Alabastia, Batania City. Normalerweise kriegt man hier einen Trank, aber hier ist nichts. Vielleicht nur nicht mal das Item, aber keine Ahnung. Und hier sind wir in Alabastia. Die allererste Stadt in Pokémon Rot und Blau. Ich trainiere auch Pokémon. Sind die denn mir als Leibwächter? So, und hier haben wir früher gewohnt. Haus von Rot. Das ist der Standardname von Protagonisten. Der wohnt hier. Und das ist seine Mutter. Hi. Rot ist schon seit langem fort. Er hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe keine Ahnung, wo er oder was er tut. Wenn man nichts hört, soll das ja heißen, dass es ihm gut geht. Aber ich mache mir Sorgen um ihn. Wollen wir mal in sein Zimmer schnüffeln? Was hat er denn hier Schönes? Was ist das denn? Mike spielt Nintendo 64. Mach besser weiter, du hast keine Zeit zu verlieren. Warum? Warum ist ein... Okay, zum allererst, warum liegt hier random einfach ein Fernseher rum, wenn hier ein Tisch ist? Boah, was denn jetzt? Ich bin gerade am Joke explain. Jetzt gut ruhen, wie stehen die Dinge, willst du kämpfen? Nein! Also, warum ist hier ein Fernseher auf dem Boden, wenn hier ein Tisch ist? Du könntest einfach draufstellen. Warum liegt die Konsole auf dem Boden? Ja, okay, gut. Aber hatte er nicht eigentlich eine NES? Warum ist er dann random die Nintendo 64? Hat sich die Nintendo 64 leisten können? Ist aber dann losgezogen, um vielleicht besser Pokémon-Trainer zu werden. Ja, warum hast du die dann geholt, wenn du die spielen kannst? Alabastia, eine Stätte des Friedens und der Reinheit. Haus von Blau, der Rivale. Und hier lebt seine Schwester. Sarah. Hi, mein kleiner Bruder ist auch ein Leiter in Vertainer City. Aber er verlässt die Stadt so oft, dass die Trainer Fähigkeiten bekommen. Och man, jetzt hat sie's gespoilert. Och man, diese blinde Kuh. Meine Güte, ja. Ich wollte ein Geheimnis draus machen, weil vielleicht hätte es ja rot sein können. Aber nein, es ist blau, der Redeleiter. Ja, jetzt hat sie es gespoilert. Dankeschön. Ich nenne auch Pokémon. Sie dienen mir als Leibwächter. Okay. Das haben wir schon. Ja, das haben wir schon. Das hatten wir schon. Die Technik ist unglaublich. Du kannst jetzt Pokémon durch die Zeit senden, wie E-Mails. Was? Wow! Professor Eich, Pokémon-Labor. Schon ziemlich heftig, wie Pokémon wie E-Mails verschicken. Wow! Und hier wohnt Professor Eich. Ja, er wohnt in seinem Labor. Die Forschungen des Professors kommen dank deiner Arbeit am Pokédex sehr gut voran. Professor Eichs Pokémon-Talk wird in Kanto nicht im Radio gesendet. Das ist schade. Ich würde es gerne hören. Aber wenn er gerade in Johto ist, um den Radiosender zu unterhalten, warum ist er dann auf einmal... Ach, egal. Erzähl es keinem, aber Professor Eichs Pokémon-Talk wird nicht live gesendet. Ach so, oh, okay. Ist denn was im Müll? Das dritte Pokémon, was nicht gewählt wurde zum Beispiel? Nö, ist nichts. Hier ist... There's nothing but trash. Okay. Mike, schön, dass du den weiten Weg nach Kanto gemacht hast. Was hältst du von den Trainern hier draußen? Ziemlich stark, was? Ah, du sammelst Orden, der Arena-Leiter von Kanto. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer für dich ist, aber du sammelst wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du sie alle hast. Ich gebe dir dann ein Geschenk. Streng dich weiter so an, Mike. Wie geht es mit dem Pokédex voran? Mal sehen. In deinem Pokédex steht? Ja, nicht viel. Du wirst immer besser, hast aber noch einen langen Weg vor dir. Ja, ich mach dir noch nicht voll. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, dann schau doch wieder rein. Okidoki. Okili, dokili. So, und jetzt
Wer nicht drauf kommt, ich erklär's mal. Man muss hier einfach rüber surfen zur Zinnobelinsel von Alabastia aus. So. Hier gibt's noch hohes Gras, was man Bock hat. Hier gibt's auch, glaube ich, ganz coole Pokémon, hochgelevelt. Und ich glaube, sonst gibt's hier nichts. Ja doch, okay, hier gibt's ein paar Trainer. Actually, wusste ich nicht. Ich dachte, das ist einfach ein ganz normaler, straighter Weg zur Zinnobelinsel, aber nee, hier sind noch ein paar Trainer. Na komm, dann machen wir die. Wenn wir die dann machen, dann möchte ich gerne Pokémon-Vorne haben, was nicht Garados ist, weil das macht keinen Sinn. Ovo zum Beispiel könnte ein bisschen Level gebrauchen. Und hier gibt es ganz viele Tintachas. Das ist das Zuhause von Tintara. Hi! Wir sagen jetzt alle hier Hi in Kanto, das ist unsere Begrüßung. Ich wollte mich gerade mit Sonnenmilch eincremen. Ja, kennt ihr das doch in Alola, wo alle Alola sagen zur Begrüßung? In Kanto sagen sie alle Hi. Nein, in diesem Spiel gibt es kein Hai-Pokémon. Außer ich bin gerade dumm und vergesse eins, aber ich glaube, das gibt es nur in den drei. Das erste Hai-Pokémon. Welches dann Kanivanya sein müsste. Da-da-daum, bye-bye. Oh, yum, ich fresse gerade Jurup zum Frühstück. Nom. Ich habe den Lack bitte nachmachen. Jurup ist bestimmt der gefällte Lebewesen auf der Erde. Ich habe Angst vor einem Sonnenbrand. Ich muss mich vor Hautreizungen in Acht nehmen. Ach so, sie hat Angst vor Sonnenbrand und benutzt deshalb Eis-Pokémon, damit ihr abgekühlt wird. Oh, hi. Angeln langweilt mich, lass uns kämpfen. Ja, der Typ hat so beim Angeln und dann sieht er so dieses Lapras vor sich. Oh mein Gott, ein Lapras. Oh, nein. Es ist nur ein Shiny Garados mit einem Menschen drauf. Na komm, dann können wir mal kämpfen. Okay. Bye, bye. Hey, auf zu überleben! Riesenpleite. Ich widme mich wieder dem Angeln. Jo, mach das. Ba, ba, bam, ba, da, dam, ba, da, dam. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Achso, oh fuck, wir sind ups. Wir sind hier falsch, wir müssen hier lang. Hier nach links erstmal. Okay. Ja, aber rechts ist die Insel, hat man schon gesehen, die Insel da. Das ist der obere Teil. Mach weiter so! Weiter so mit was? Mit Schwimmen? Was mit dir? Ich weiß nicht, was er von mir will. Ein Moorlord. Oh, er will mehr Mord. Weg mit ihm. Oh, Level Up. Schön, schön. Ja, Level Ups sind sehr, sehr wichtig momentan. Wir wollen ja das Ende des Spiels erreichen. Dafür brauchen wir ein sehr hohes Level. Ich sag noch nicht wieso. Aber eigentlich weiß es schon jeder, aber ich sag trotzdem noch nicht wieso. So, ich spule jetzt hier vor, weil gerade ein bisschen langweilig. Ich wollte mich diese Folge widmen, nicht an Kämpfen, sondern eher an Story. Und ja. Hast du Wasser geschluckt oder was? Hast du es einfach geschluckt? Dieser arrogante Typ war beim Vulkan auf der Zinnoberinsel. Arrogante Typ. Okay. So, und hier sind wir an der Zinnoberinsel. Ziemlich klein. Hier ist eine Nachricht. Die Pokémon-Arena der Zinnoberinsel wurde auf die Seeschauminsel verlegt. Pyro. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Zinnoberinsel. Die feurige Stadt brennender Begierde. Okay. Ja, wenn das nicht das obvieste Hidden-Item ist, das es gibt, dann weiß ich auch nicht. Bam, bam. Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Ich war einmal ein Champ, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieser nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Wie dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur erhebt, ist alles im Nu. So ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner sehe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuche die Arena in Britannia City. Dort werde ich mich deiner annehmen. Wie der sich so einfach wie mit so einem Fluchtseil wegteleportiert. Wow. Okay, das war gerade einfach zu geil. Und welche sind Menschen im Pokémon Center? Warum ist hier ein Pokémon Center? Der Rennleiter auf der Zinnoberinsel lebt in einer Höhle auf den Seeschauminseln. Wir müssen einfach weiter nach rechts schwimmen. Der Vulkanausbruch ist jetzt ein Jahr her.
Wow. Das ist ziemlich Pech. Aber jetzt mal ganz ehrlich. In allen Kanto-Spielen, also alle Gen 1-Spielen, hat man da irgendwo jemals bei der Zinnoberinsel einen Vulkan gesehen? Ich kann mich da nicht an einen Vulkan erinnern. So, wir schwimmen jetzt hier rechts weiter und dann kommen wir eigentlich zu den, direkt schon zu den Seeschauminseln. Die müssen direkt nebenan sein, soweit ich weiß. Oh, da will jemand kämpfen. Nicht das Dacher, sondern er. Ich denke, es ist unmöglich, den ganzen Weg nach Kyoto zu schwimmen. Ich sehe gerade, wir schaffen leider in dieser Folge nicht die Arena. Was ja schade ist. Eigentlich wollte ich in dieser Folge schon direkt die Arena machen. Na gut, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge zwei Arenen machen. Denn wer kann sich schon denken, nach Pyro kann man direkt Gary machen. Wie ist es so? Blau. Gary, blau ist die gleiche Person. Yippie! Ich schwimme auch in Teichen und Flüssen. Cool. Okidoki, lalabam. So, aber ich möchte noch kurz zu den Seeschauinseln schwimmen. Das wäre dann noch ein Ziel. Können wir direkt in der nächsten Folge direkt reinhauen. Sind die hier? Ja, hier sind sie. Was steht auf diesem Schild? Arena der Zinnoberinsel. Leitung Pyro. Moment mal. Das hier soll die Arena sein? Diese kleine Höhle hier? Hier ist nichts. Hier ist sonst nichts. Diese Höhle soll die Arena sein?